Go, dein lieber Abonnenten und lieber Abonnenteninnen, ich bin der Gons von Rebits TV, wer denn auch sonst, und willkommen zum ersten Gameplay-Commentary. Ja, singen kann ich immer noch nicht, aber das ist nicht so schlimm. Warum Gameplay-Commentary Nummer 1? Das kläre ich gleich zunächst mal. Dieses Gameplay hier ist von Apothekenbier. Erstmal ein sehr geiler Name. Applaus dafür. Und ja, er hat ein 30:1 hier gespielt auf Hardhead mit der, Waffe da, die ihr gerade seht. Ich weiß gerade selber nicht, weil ich das Gameplay gerade nicht sehe. Und ja, ich werde seinen Kanal natürlich in der Beschreibung verlinken, wenn er einen hat. Wenn nicht, dann wieder nicht. So, warum Gameplay-Commentary Nummer 1? Ich habe ja schon viele weitere Commentaries vorher auf Rebits TV gehabt, die haben mir aber alle nicht so gefallen. Ich war mir da ein bisschen unklar, wie ich das wirklich mache. Deswegen habe ich da beispielsweise auch schon ein paar gelöscht. Aber jetzt weiß ich es nach dem Comeback, weiß ich jetzt endlich hier, so mache ich das hier oder so will ich das machen. Und zwar ihr, also du, genau dich steigt dran, niemand anders außer dich. Du kannst Einfluss auf meine Commentaries nehmen. What the fuck, denkst du dir gerade? Wie kann ich das? Du schreibst einfach einen Themenvorschlag in die Kommentare. Ja, ja, ich weiß, das machen wahrscheinlich schon 1000 andere Kommentatoren, aber ich bin nicht 1000 andere Kommentatoren und ich mach's natürlich auch immer noch in meinem eigenen Stil. Also ist es soweit okay, denke ich mal. Und falls nicht, dann, ja, dann halt nicht. Also ihr könnt jetzt oder später unter dieses Video einen Themenvorschlag schreiben. Es kann was total Wissenswertes, Aufwendiges, Komplexes sein wie... Ja, erzähl mir was über einen Baum oder über einen Apfel oder was total Simples, Banales, was jeder weiß, wie... Ja, erzähl mir doch mal was über das endoplasmatische Retikulum mit Synapsen oder erzähl mir was über die Bestandteile des Kontinuum-Transfunktionators. Hier ist deine Fantasie gefragt. Aber bevor ich euch jetzt mit meiner langweiligen Stimme wieder zu Tode langweile, kann ich euch ja mal verraten, warum ich überhaupt eine Auszeit brauchte und warum ich überhaupt ein Comeback machen wollte. Ja, das war so, ich habe ja mal in einem Vlog angekündigt, dass ich nach Lübeck ziehe. Und ja, das ist jetzt auch offiziell so, ich wohne jetzt hier in Lübeck und falls ihr mich da mal rumtingeln oder im Skatepark skaten seht, dann könnt ihr mir ein paar Steine in den Kopf werfen und sagen, hey Gons, deine Videos sind scheiße, auf mit YouTube, verschon uns mit deinem hässlichen Anblick doch bitte. Naja, wie dem auch sei. Viele Leute, die schon mal einen Umzug mitgemacht haben, die wissen, das ist gar nicht so leicht, da kann viel passieren, da herrscht viel Stress, aber ich hab's halt überstanden und wohne jetzt auch alleine. Ja, ich wohne alleine, nichts mehr, Mama, Papa, hier, mach mal Essen, nee, das muss ich selber machen. Und ich muss sagen, als ich von zu Hause ausgezogen bin, da konnte ich gar nichts. Ich konnte gar nicht kochen, also musste ich mir ein paar Kochbücher kaufen, da habe ich mich dann auch reingefunden. Und nun, mittlerweile muss ich sagen, ja, ich kann wirklich kochen. Ich kann euch hier mal eben einen kleinen Einblick in meine grandiosen Kochkünste gewähren. Also ihr seht schon, selbst Tim Melzers Kochkünste können mit meinen schon lange nicht mehr mithalten. Aber naja, dass ich jetzt umgezogen bin und hier jetzt alleine wohnen muss, sind nicht die einzigen zwei Gründe, warum ich eine Pause brauchte. Da gab es noch ein paar private Sachen, aber das ist privat und das heißt ja nicht umsonst Privatsphäre und nicht, hey, teile dein gesamtes Leben YouTube-Sphäre oder so. Zudem habe ich, wo ich hier wohne, richtig behindertes Internet. Also es ist wirklich so krass, dass ich ja nicht mal flüssig mit Leuten skypen kann, ja? Also Videos in 240p gucken ist echt schon Luxus, geschweige denn hochladen, runterladen, da reden wir von Sachen, die ich niemals haben werde. Aber naja, ich und der Olli wollen vielleicht irgendwann mal in eine WG ziehen, das steht aber alles noch in den Sternen, ob das wirklich passiert. Wenn das tatsächlich passiert, dann, ja, dann würden wir uns auf jeden Fall vielleicht sogar eine 100.000er Leitung anschaffen und naja, Livestreams, die wären dann natürlich auch nicht so verkehrt, oder? Aber das sind erstmal alles nur Zukunftsgedanken, vor nächstem Jahr wird sich dann nichts tun und naja, vielleicht ist in Lübeck überhaupt keine 100.000 Leitung verfügbar, vielleicht wollen ich und Olli gar nicht in eine WG ziehen, weil wir vielleicht auch mal Privatsphäre haben wollen und das ist in der WG natürlich auch nicht immer so gegeben. Gut, kommen wir nun zu dem Grund, warum ich ein Comeback machen wollte. Ich hatte schon für früher ein paar coole neue Ideen für Rebits TV, ein paar coole neue Serien und sowas, dachte ich mir, mache ich mal. Aber naja, irgendwann hatte ich dafür gar keine Zeit mehr, weil dann ein netter Commander kam und hat gefragt, hey, hast du Bock bei meinem Padawan-Projekt mitzumachen? Und ich natürlich, ja klar, mach ich. Und somit blieb mir überhaupt gar keine Zeit mehr für Rebits TV, ist also echt in den Hintergrund getreten. Zudem hatte ich ein paar private Probleme, Stress etc. Und deswegen dachte ich mir, gut, ich mache ein Video, ich sage, ich mache Pause. Und wenn ich alles hinter mir habe, also wenn ich meinen ganzen Stress hinter mir habe, meinen ganzen... hier Padawan, der ganze Kack, dann mache ich ein Comeback. Das habt ihr natürlich auch gesehen und naja, das ist eigentlich auch so der ganze Grund, warum ich ein Comeback machen wollte. Gut, ich hoffe, ihr konntet nun soweit verstehen, warum ich eine klitzekleine Pause brauchte. Und natürlich versuche ich auch jetzt wirklich häufiger Videos hochzuladen. Das heißt, ein bis zwei Videos die Woche wäre natürlich schon ganz schön. Ich hoffe natürlich, dass ich das schaffe, weil das ist ein bisschen schwierig bei mir mit scheiß Internet und über Nacht hochladen und lernen ganz viel. Aber das hatten wir alles gerade. Hier der Typ, der Apothekenbier, habe ich am Anfang schon gesagt, ist in der Videobeschreibung. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch Commentaries oder allgemein irgendwelche Videos macht. Auf jeden Fall, wenn du einen Kanal hast, dann ist er in der Beschreibung. Und ja, ihr könnt ja mal bei ihm vorbeischauen. Es würde mich freuen, wenn ihr vielleicht gegebenenfalls, wenn er coole Videos macht, auch ein Abo da lasst. Ja.
Bitte, 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 vergesst auf aller gar keinen Fall einen Themenvorschlag in die Kommentare zu schreiben, denn sonst versuche ich euch beim nächsten Mal wieder mit meiner Langeweile zu töten. Also, ne, jetzt hier mal hier reinschreiben, so ein Themenvorschlag und so, ne? So, falls euch das Gameplay-Kommentar bis hierher gefallen hat, könnt ihr einen Daumen geben, falls nicht, gebt keinen. Oder gebt einen nach unten und wenn es euch wirklich gar nicht gefallen hat, dann bewerft mich mit Stein, wenn ihr mich seht. Ja, in diesem Sinne, haut rein und tschö, tschö.